Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil 4. Es geht hier weiter. Ein Messer habe ich noch. Scheiße. Du montierst dich in Scheiße, Alter. Die Alte war doch gerade noch in der Bärenfalle drin. Ich schieße sie einmal in den Kopf und sie ist einfach wieder draußen, als wäre nichts gewesen. Alles klar, Digga. Alles klar. Es gibt eine Trophäe, das Spiel durchzuspielen, ohne ein Heilungsobjekt zu benutzen. Viel Spaß, Digga. Sag, wie es ist. Kann man eigentlich wirklich nur machen, wenn man es auf ganz leicht spielt. Auch wirklich auf den geringsten Schwierigkeitsgrad. Dann noch irgendwie mit unendlich Muni, dann kann man das, glaube ich, ganz gut hinkriegen. Denke ich wahr. Aber wovon ich halt überhaupt kein Fan bin, sind diese Speedrun-Trophies. Kragelige Notiz über Spielfiguren. Ihr Einfluss ist nicht mehr, was er einmal war. Zerstört die Aufziehfiguren. Diese Aristokraten verdienen keine Vergebung. Haben wahrscheinlich zerstört. Ja, nicht hier einer. Was ist drinnen, ne? Ach, da! Zwei. Diese Speedrun-Trophies finde ich sind einfach nur scheiße. In dem Fall sind es jetzt hier 8 Stunden, wo man durchmitteln muss. Sicherlich ganz einfach, wenn man das macht. Oh ne. Spürst du das überhaupt? Natürlich trifft er mich. Weh, du stehst wieder auf. Der steht noch mal auf, oder? Ist er tot? Als ob man so schnell hätte den töten können. Fuck, Alter. So, auf jeden Fall ist jetzt das hier fertig. Das dürfte ordentlich was einbringen. 46.400 Pesitas, Alter. Nicht schlecht. Ordentliches Sümmchen. Zwölftausend. Nice.
Ist noch irgendwas laut Karte? Nein, oder? Vor der Fresse, Digga. Wenn er mit Perlen verziert raus könnte, wegen ihres schlechten Zustandes ist ihr Wert gemindert, lässt sich sicher verkaufen. Besser wie nichts. So können wir es auch triggern. Verdammt! Der hockt da einfach auf ein Scheißhaus, Alter. Einfach auf ein fucking Scheißhaus. Nicht schlecht. Da müssen die Nachbarn ja von Neid ablassen. Familienfoto, endlich Fleisch unseres Fleisches, Blut unseres Blutes, danket unserem Herrn. Sympathisch. Alte Fotos. Das ist von der Mine und so, ne? Das kenne ich ja da noch. Boote. Mine auf jeden Fall. Ja. Oh. Granate. Illuminatus 4-3 in Hochachtung vor seinem Meister bot das Volk seinen teuersten Besitztümer an. Der betagte Bauer sein feinstes Getreide, der schmächtige Schweinehirt sein kräftiges Schwein, die verarmte Alte ihr geliebtes Kind. Der Meister sah die Geschenke und ward zufrieden. Getreide, Schwein, Kind. Getreide, Schwein, Kind. Beide Schwein kennt.
Oh, das ist ein Schwein. Ich denke mir doch gerade, das ist doch kein Schwein gewesen. Scheiße, Digga. Ich hab mir gerade gedacht, Digga, was ist denn das, Alter? The fuck? Als eine perfekte Kugel geschliffener Kristall, in seinen Inneren sind Luftbläschen zu sehen. Eww. Der jetzt wirklich vom Scheißhaus wieder aufgestanden. Scheiß Wichser, Alter. Ganz kurz gucken, ist der wirklich aufgestanden, ne? Ja. Das gibt es ja nicht. Also. Aufzeichnung des Dorfes, Band 3. Datum 10. Oktober, das wird erst merkwürdig in letzter Zeit. Der Weizen verdorrt und die Kühe werden mager. Datum 8. Dezember, erste Anzeichen einer Hungersnot. Unbestreitbar fehlen uns die Mittel, die Felder zu bestellen, aber Lord Sadlers Befehle sind absolut. 30. Januar, 30 Bewohner verhungert, 5 Kühe zur Schlachtung vorgesehen. 11. März, die Patriarchen haben sich für eine Auslosung versammelt, 6 weitere für Lord Settler auserwählt. April, 8 weitere heute, Datum 4 weitere heute, Datum 11 weitere heute, Datum 2 Ortsfremde haben sich ins Dorf verirrt, wir haben sie für das Ritual zum Altar gebracht, heute keine Auslosung. Der Lord Settler, das ist der Anführer der Sekte hier, der Illuminatus. Das ist der Bree. Oh, Insignienschlüssel. Oh oh. Hey da! Gabe in meinem Blut? Kapitel beendet. Mal weiter direkt. Basis Ancona One. Ich habe die Infos, die du wolltest, zu Luis Serra.
Wie es aussieht, war er mal Forscher bei Umbrella. Umbrella? Hätte ich ihn doch in dem Sack verrotten lassen. Ich schick dir die Details. Sieh's dir an. Aber Prio bleibt Baby Eagle. Verstanden. Gehe weiter Richtung Kirche. Condor One, Ende. Name Luis Serra Navarro, 28, Geschlecht männlich. Serras Name tauchte erstmals öffentlich in einem Studentenregister auf. Aus der Zeit davor sind keinerlei Aufzeichnungen gefunden worden, nicht einmal eine Geburtsurkunde. Nach Abschluss seines Studiums trat er eine Stelle in Umbrellas Forschungsabteilung an, wo er sich schnell einen Namen machte und sich den Zuspruch seiner Mitarbeiter verdiente. Er war an der Entwicklung mehrerer nicht verschreibungspflichtiger Medikamente beteiligt, die jedoch allesamt noch vor ihrer Marktreife eingestellt wurden. Liste liegt bei. Ein paar Jahre später verließ Serra Umbrella und verschwand von der Bildfläche. Nach dem Vorfall von Raccoon City bemühten sich Behörden und Regierungen, alle Personen mit Verbindungen zu Umbrella aufzuspüren, konnten ihn aber trotz intensiver Suche nicht ausfindig machen. Wir glauben daher, dass Serra nicht aktiv und mit dem großen Aufwand um sein eigenes Verschwinden bemüht hat. In Hannigans Handschrift, nicht verschreibungspflichtige Medikamente. Glaubst du echt, dass Umbrella einen ihrer Besten an irgendeinen Magen-Tabletten oder Faltencreme forschen lässt? Alles klar. Schlüssel, der mit einer seltsamen Signe... Also können wir jetzt alle Dinge damit aufmachen, oder was? Ist es der Schlüssel? Na, da kommen wir aber auch nicht weiter. Da brauchen wir auch wieder Ashley. Die haben wir bis jetzt noch gar nicht gefunden. Das ist wieder das nur, ne? Oh. Hey! Kumpel! Pass auf dich auf, Kleiner. Der kommt später nochmal wieder. Das ist ein Buddy, Alter. Oh, der hat's gesehen. Sind wir also wieder am Dorfplatz? Auch noch Wölfe, Alter.
Das ist scheiße. Eigentlich der Plan war, dass dieser scheiß Wolf in die Bärenfalle rennt. Langsam habe ich genug. Alter, komm was. Das ist noch einer. Du bleibst hier, du Turnviech, Alter. Jetzt renne ich in die Bärenfalle rein. Digga, lost einfach nur. Echt, das aber ist, dass jetzt hier auf einmal eine Falle ist. Was ist denn der? Vielleicht komme ich auch da drüben hin. Keine Absicht. Nicht schlecht, ha? Geht's dann da lang? Komm mal da raus. Interessant. Komplett vermüllt hier unten. Bin ziemlich überrascht, dass hier keine Leichen sind. Es bietet sich jedoch wunderbar an. So.
Was macht denn das Kackviech? Ich kann das Viech essen und krieg wieder Gesundheit. Geiler Scheiß. Und nochmal snacken, oder? Illuminatus 4.9. Schlaf selig und gedeihe, mein Kind. Wenn dein Körper deinen Kleidern entwächst, so werden deine Mutter dir neue nähen. Mit 7 Zentnern Weizen und einem halben Stier pro Tag bist du deiner Kippe entwachsen. Gedeihe, mein Kind, um deiner Brüder und Schwestern willen, die es nicht mehr können. The fuck, Alter. Ein riesiges Glitchschädel. Schatz noch über uns. Ich habe neue Ware auf Lager. What are you buying? Was soll das, die schlechte Mission ausgeht? Dann habe ich da was für dich, den Bolzenwerfer. Du kannst verschossene Bolzen einsammeln und wiederverwenden. Besser kann man sein Geld gar nicht anlegen. Und vergiss nicht, dir auch die Rezeptur für Bolzen zuzulegen, damit du deine überzähligen Messer in du ahnst das Bolzen verwandeln kannst. Verschwende nie wieder einen Gedanken an Munition. Und das ist noch nicht alles. An den Bolzen kannst du Näherungsminen als Minenaufsatz anbringen und die Waffen so quasi zum Minenwerfer umfunktionieren. Hm? Auch nicht schlecht. Das hört sich eigentlich relativ cool an. Ist auf jeden Fall ein neuer Auftrag. Ein guter Freund ist schwer krank und ich würde ihm gerne ein paar leckere Vipern servieren, bevor es mit ihm zu Ende geht. Wäre jemand gewillt, mir zu helfen? 3 Vipern verkaufen. Dafür kriegen wir 4 Spinelle. Okay, 3 Vipern killen. Willkommen. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Oh. Fremder, oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Oh. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Deine Kohle oder dein Leben? Denn Wissen ist Macht. Merkt ihr das? Wer diese Waffe kauft, braucht nicht nur das nötige Kleingeld, es braucht auch Eier. Schlecht. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Pat. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Hier, wie du es haben wolltest. Probier mal, ob's passt. Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Stirb mir. Scheiße, Digga.
Pumpgun habe ich jetzt auf jeden Fall mehr Muni drin. 4 Schuss, glaube ich, sind jetzt da. Könnte eigentlich mal ein bisschen Erste-Hilfe-Sprays ablagern, oder? Platz machen. Anscheinend wird das nicht gesaved im Menü. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Da draußen nicht weg. Haha. Und die schießt jetzt schneller, ladet schneller nach, macht ein bisschen Damage mehr. Da geht nur Waffen und Erste-Hilfe-Sprays anscheinend. Und Mods. Ein bisschen aufgeräumt. Ich mache jetzt mal, dass wir mehr Kohle finden. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Kirche. Das ist das nächste, was kommt. Hinten machen wir auch noch nicht. Scheiße, auf dem Bauernhof sind auch noch 2 Schütze. Ja, halb so wild. Also hier sind ja extrem viele jetzt auf Richtung Kirk, ja. Ich höre sie schon wieder. Ich glaube, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Euer Boltgamer YouTube. Tschüss.